Gekriegt. Da. Da ist ein Dicker. Da gehe ich mal direkt. Hoppala, falsch. Deswegen. Ich hab die ganze Zeit falsche Taste. Gehe ich mal direkt drauf. Ungelenkte raus. Ja, der ist den jetzt direkt weggehauen, glaube ich. Wir belegen den hier mit Feuer. Ja, ich hole den schon. Die weinen direkt rum, wenn die einen Schuss abkriegen, ne? Wer verpisst sich? Der ist weg, den können wir abschreiben, Bossman. So. Nav-Router aktivieren. Autopilotenfreigabe. Also den Transport haben wir runtergeholt. Was haben wir da? Oh, meine Freunde. Nein, nicht vor Myring. Ah, die Dinger sind kacke. Ah, die habe ich rausgeschickt. Hat auf jeden Fall gesessen. Verdient. Oh, durch die Schrottteilchen durch zum nächsten Punkt fliegen. Aber zacki zacki. Entschuldigung. Also wirklich, Kollege. Ja, er hat uns runtergeholt. Drauf geschissen. Ich habe ihm auch noch ein paar drüber gebraten. Naja, es sei ihm gegönnt.
Es sei ihm gegönnt. Da ist ja die TCS Tiger's Claw. Und landen bitte. Wir fliegen schon von vorne an, das ist gut. Meine ich. Ja. Klar. Welcome back, Major. Okay, gucken wir uns den Report an. Also wir haben auf jeden Fall schön viel Schaden verursacht, das stimmt. Das stimmt, da bin ich mir sicher. Kommandoschiff haben wir runtergeholt. Sehr schön. Abschüsschen für uns. Und Bossman hat sogar noch 4 runtergeholt. Ich meine, Bossman ist... Ja, der hat die ehrlich verdient, ne? Die Abschüsse. Jo, da sind wir auch schon wieder in der Bar. Ja, und es ist mal wieder Zeit für mich, sich zu verabschieden. Ja, wie machen wir es am besten? Also ich habe mir ja überlegt, jetzt die Folgen aufzuteilen, weil sonst würde jetzt jede immer 20 Minuten gehen ungefähr. Eine Mission ist immer 20 Minuten. Und ich sehe gerade, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, also quatschen wir jetzt erst nochmal mit den Leuten, bevor wir die nächste Mission beginnen, ne? Take a load off, Ollie. I've got news. We just got over a report from the siege force over Kurashawa 4. CSS Suffolk just torched the communications. Ah, okay. Okay. Also die haben auf jeden Fall eine Kommunikationsstation zerstört von den Kirasi. Und jetzt tappen sie ein bisschen im Dunkeln erstmal. Das ist auch nicht schlecht. So, Casey ist noch ein bisschen über uns, ein paar Abschüsschen, aber naja, schauen wir mal. Hat er den Spirit zu erzählen? Konnichiwa, Oli-san. Okay. Ja. Ja, sie erzählt natürlich hier, die Kirasi, die werden nicht aufhören, bevor die uns irgendwie die Hölle heiß gemacht haben, ne? Aber in uns haben sie natürlich einen super harten Gegner erwischt. So. Okay, er sagt natürlich, wir sollen uns glücklich schätzen, dass wir so eine Maschine fliegen können. Da sind wohl irgendwie neue Prototypen oder was. Also ich bin mit der Maschine jetzt ein bisschen unglücklicher. Also gut, die Ungelenkten können wir gegen die Transporte wohl einsetzen, weil die haben Wumms, aber sind halt ungelenkt. Aber ich hätte lieber einen ganzen Satz schön zielgelenkte Raketen.
Ne? Da, damit können wir die, ach, das ist gegen die Flieger viel besser. Im Prinzip. Naja, egal. Ja, wir sind wieder, hoppala, wir sind wieder am Ende einer schönen Doppelfolge angelangt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hier nochmal mein Hinweis auf die Seite www.diepixelspieler.de. Wie gesagt, schaut rein bei Interesse. Ich würde mich freuen, euch da mal zu sehen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Wing Commander. Tschüss!